Okay. Ein Monat später. Komm. Hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. Was zum Henker? Komm schon! Lass mal wieder ein bisschen looten. Rodrik arbeitet im Innenhof. So, Lukas, was sagst du? Sag mal, ist das Schloss immer noch zugefroren? Ja. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Schon in Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melly von den Problemen mit der Truhe erzählen? Natürlich. Ach, Melly wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. Wäre eine Option. Moment, muss man was? Schon wieder zu? Ich sag's dir, das ist die Kälte. Die ist fast schlimmer als Rost. Dann machen wir doch einfach mal ein bisschen Feuer hier an. Let's do it, Feuer. Okay. Was hier? Ich spüre meine Finger nicht mehr. Hier haben wir noch unser Medaillon. Jetzt gucken wir erstmal. Gibt's denn? Genau, wir haben hier nämlich wieder ganz viele Lululu-Sachen. Genau, hier sind die Sachen, die wir gefunden haben. Hier hinten haben wir auch nochmal ein bisschen Loot. Okay, davon haben wir schon was. Wir können uns aber auch erstmal aufmunitionieren komplett. Achso, jetzt fehlen uns Steine. Aber Steine werden wir... So viele Äpfel hatten wir noch nie. Werden wir hoffentlich hier drin finden. Hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Waren gerade die ganzen Geschenke und an dem Tisch, genau. Aber ich, also die wir Henrik halt... Henrik konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Blumen und so. Wobei Blumen glaube ich gar nicht, sondern die Schachfiguren und sowas alles. Kann ich die nicht... Hochwertige Fasern verbessert die Flexibilität der Schleuder und verringert die Luftreibung, was ihre Schüssel leiser macht. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Finde ich auch. Also es das finde ich sehr gut. Finde ich auch gerade noch was? Genau, da. So. Hier unten ist ja das Labor. Hier finden wir ja manchmal auch ganz geile Sachen. Ne? Hier Schnur. Sehr gut. Ich würde gerne ein paar Steinchens finden. Lukas hat hier wieder die Nacht verbracht. Es erinnert ihn sicher an die Zeit, als er bei Laurentius wohnte. Na ja, gut, er ist eben halt auch ein Alchemist, ne? Also, darf man jetzt auch nicht verwechseln. Lukas' Gesicht, als er dachte, das große Werk vollbracht zu haben. Und Hugo, gut gemacht, Lukas, du bist ein Zauberer. Lukas muss mit dem Büchersammeln aufhören. Bald liegen sie überall herum. Aber es ist wichtig. Braucht er die Bücher. Ist ja jetzt nicht so, dass er die nicht nutzt. Aber ich bräuchte Steine. Jetzt mal ernsthaft. Ich habe jetzt so viel hergestellt und ich habe keinen Stein mehr. Das ist nicht gut. Bitte, wenn du weißt, wo Hugo ist, hab Erbarmen und sag es mir. Oder wache über ihn, wenn du kannst. Okay. Lass uns draußen gucken, weil wir sollen ja Feuer machen und Melly noch ausrichten wegen der gefrorenen Kiste. Ich würde lachen, wenn sie wirklich den sagt, so von wegen, warum pinkelt er nicht einfach auf? Wie komme ich denn jetzt eigentlich raus? Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Achso, warte, hier in der Mitte gab es ja noch so einen Ausgang, ne? Also hier. Genau. Und ich will hier bleiben. Wirklich? Und was, wenn... Was, wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh, Hello. Hallo, Amicia. Hey, tut mir leid. Störe ich?
Nein, Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Nachwachsender Lud, okay. Wie bisher auch. Hört zu, es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist, deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Aha. Oh, eine Romance. Immer du willst, Amicia. Was mache ich jetzt hier? Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit... dem hier an. Ja, genau. Wir machen das schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Was muss ich jetzt machen? Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal, ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ach, du grüßt Amicia. Aber er wäre traurig, wenn du ihn bist. Also eine kleine Romance. Also wo müssen wir denn das Ding jetzt hier positionieren? Das sollte passen. Okay, das sollte passen. Da war bestimmt noch mal ein bisschen Loot, Loot, Loot! Du magst das Ignifer, oder? Ich habe eine Schwäche für Feuer. Noch mehr Loot! Wenn du das sagst. Ich bin in Loot City angekommen. Geil! So, mir reicht's! Alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut! Ich krieg das schon noch hin! Hey, beruhige dich! Wenn du alles kaputt machst... Geht doch! Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz! Die Rodrik-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ha, probiert's mal aus! Schon dabei! Okay. Es gibt ja wirklich hier haufenweise Loot, also hat ja Jo echt nicht gelogen. Vor allem, wenn er respawnt, noch geiler. Da sehe ich mich. Okay, wo ist noch? Da ist noch Loot. Oh, hier ist er wirklich. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. So, muss ich jetzt einfach nur die Feuer hier entzünden oder was ist Phase? Wir müssen die Feuerbecken fertig machen. Ja, hab ich nicht vergessen. Haben wir die jetzt nicht fertig gemacht? Oh, hier ist noch eins. Oder muss ich die jetzt immer wieder neu positionieren? Ich muss die anscheinend immer wieder anders positionieren. Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Wenn du soweit bist. Was? Ich bin ready. Also... oder auch nicht. Welche soll ich? Ich soll das hier übernehmen? Hä? Okay, hier ist erstmal Loot. Loot finde ich immer gut. Soll ich doch das nehmen? Könnt ihr euch mal entscheiden, Freunde? Okay, dann mal los. Das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Und? Hast du irgendwelche Wunder vollbracht? Abwarten und Tee trinken. Gut. Ich gehe dann mal baden. Achso, das muss... kommt keine Ratte mehr raus. Die System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. Hey, ich hab doch das... Achso. Hä? Darf ich? Spring doch runter. Das muss jetzt denn wieder nach ganz nach links oder nach rechts, meine ich? Ich bin verwirrt, warum machen wir das? Oh, warte, Loot. Damit wir hier den Loot mitnehmen. Sehr gut. Im Ernst, hab ihn ganz allein geschoben. Ein Karren, so groß wie eine Kuh. Hör auf zu lachen, das ist kein Scherz. Ich stell mir nur vor, wie du eine Kuh schiebst. Ehrlich, das war unglaublich. Überall ran. Frag Amicia. Siehst du? Sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Okay, also packen wir den jetzt nach da hinten. Hier vorne haben wir nochmal Loot. Da haben wir nochmal Loot. Ist ja wirklich Loot City, ist ja... Da ist der nachgewachsene Loot. Mich sehr glücklich gemacht. Er macht mich gerade auch sehr glücklich. Ich bin fertig. Ich kann mich... Nein!
Stimmt was nicht? Ich wollte doch mein Loot mitnehmen. Unmöglich. Das sind jetzt aber sehr viele. Und das könnte gefährlich werden. Das sind viel zu viele. Arthur! Amicia! Lau! Kommt rein! Also erstmal Loot mitnehmen. Ich konnte den Graben überlaufen. Das ist noch nie passiert. Scheiße! Scheiße, ich hab noch nie so viele gesehen! Die Leiter im roten Bereich! Wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm! Benutzt dein Feuerwerk! Ich warte dir auf meiner Seite einen Weg! Da unten ist auch nochmal Loot. Ja, wir müssen erstmal Loot City hier durchziehen. Hier ist allerdings, aber. Das ist nur eine Werkbank. Scheiße. Warte mal, hier geht's ja noch weiter runter. Sie formieren sich neu! Sie wollen die Feuer löschen! Ich schaffe das. Ja, brauchst du nicht. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Gar kein Problem. Gar kein Problem, Freunde. So, warte. Jetzt muss ich natürlich das noch da packen. Das ist ja auch noch Loot. Jawohl. So, dann habe ich hier Feuerborn mit Morsiporn. Mal hier kurz ein bisschen mitnehmen. Auch mal ein bisschen mitnehmen. Gehen wir jetzt hier runter. Oh, nein, nein, schnell! Okay, warte. Nimm doch. Schieß doch. Geht doch. Sie haben die Leiter zerstört. Ich muss zu dir auf den Ball. Heilige Scheiße! Hast du nicht gesagt, dieser Ort wäre sicher? Das war er auch. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Zur Leiter im roten Bereich. Sonst sterbe ich hier. Amicia, ich schicke dir einen Feuerwerk drüber. Versuch es zu erreichen. Gut, ich zähle auf dich. Okay, warte. Ich muss mich kurz konzentrieren. Warte kurz hier. Danke. Nein, lass mich doch. Halte durch. Ich bewege das andere zu dir. Beeil dich. Amicia. Wo denn? Da hinten. Keine Sorge, ich muss hoch. Hoch. Noch eins. Oh, da ist noch eins, okay. Ja, hab ich. Eins nach dem anderen. Huhuhu! Ja, geschafft! Nice. Endlich. Herr im Himmel. Ich dachte, Lecco mio. Muss ich aber sagen, ja. Danke. Jetzt liegt es an dir. Oh Gott, ich hab gekommen noch. Ich bringe dich hin. Ja, warte, ich muss ganz kurz aufmunitionieren. Gar kein Problem, muss ich kurz gedulden. So, was mache ich jetzt? Ja. Was? Ja, nun, du kannst doch da runterkommen. Dann gehst du hier lang. Oder auch nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Will der mich jetzt veräppeln? Okay, warte mal. Muss ich jetzt das Ding jetzt hier nach links packen? Weil das ist ja die einzige Möglichkeit, die ich habe. Wie kommst du voran? Gut. Lieber hier oben, als da unten. Was geht hier vor, Amicia? Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so. Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als hallo an alle. Dürnpalat. Hör mal. Hello. Keine Engländer. Aber sie wissen, Scheiße, was sie tun. Noch das
habe ich erst einmal gesehen. Alicia, zu Hause. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Überlass das mir. Das gefällt mir nicht. Ich kann nicht schneller. Warte kurz, ich muss ganz kurz, wait a second, I need a little bit. So, jetzt können wir weitermachen. Oh. Also die Ratten sind aber auch schon... Ist okay. Ich glaub's nicht, was passiert hier? I get it, I make it happen. Wait a second. Also jetzt weiß ich auch mal, warum der Loot nachlootet. Also. Danke. Du verdienst deinen Ort. Ich verbrate hier auch wirklich echt viel. Komm, gehen wir rein zu den anderen. Ich hoffe, ihnen geht's gut. Wenn die Ratten reingekommen sind. Amicia, sie sind keine Kinder mehr. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko. Alter, ist mehr ja schnell. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt liebend gern so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider. Warte, hier gibt's noch ein bisschen Loot. Okay, cool. Lass uns reingehen. Geht es euch gut? Nein! Was zum Teufel ist los? Arthur, wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist das? Okay, jetzt sind sie aber wirklich drin. Das ist nicht gut. Hier lang! Schnell! Und wer kommt? Wer ist dabei? Nein! Unser Bruder! Geh! Tu, was getan werden muss. Du wirst natürlich jetzt... Nein! Du machst jetzt... Nein! Das ist deine Schwester. Hugo. Nein! Los! Als ob der gegen seine Schwester kämpfen würde. Das war Ellie, was machst du ganz an der Tür? Sicher. Sie gibt sie ihm nach. Was haben sie mit ihm gemacht? Die Ratten. Er hat... Er kann sie kontrollieren. Da. Ja, mit der Makula. Wo kommt man da hin? Keine Panik. Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut. Dein Chateau ist baufällig. Die Ratten kommen spielend leicht durch die Verteidigungsanlagen. Ich muss mit Hugo reden. Ich kann... Du bist verrückt. Wir müssen abhauen. Amicia, er... Jetzt gehen wir diesen Weg lang? Nein! What the fuck? An die Arbeit! Hugo! Töte sie! Oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen! Hugo! Ich bin Amicia, deine Schwester! Töte ihn noch! Don't do it! Töte sie, Kind! Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Hugo, nein! Nun komm, Junge! Sie bedeutet dir nichts mehr! Ich habe überall nach dir gesucht! Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger! Hör nicht auf ihn, Hugo! Genug! Ich verfüttere sie an deine Ratten! Nicht an, Mistkerl! Mistkerl! Er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast. Ich hab doch gar nicht. Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein. Was? Nein! Hugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut fließt nun in den Adern des Großinquisitors! Akku jetzt! Sterb! Ihr werdet in der Hölle sein! Sehr gut! Amicia. Arthur, sieh nach, ob er tot ist. Ich muss mit Hugo sprechen. Geh. Ich kümmere mich um ihn. Hugo? Hugo! Ich will nur mit dir sprechen. Er kann dir nichts mehr antun, Hugo.
Guck mal! Schon gut. Ich bleibe stehen. Don't do it. Du kannst herkommen. Komm. Du hast gelogen. Nein, nein. Ich, Hugo, ich wollte dich beschützen. Ich, bitte. Du hast gelogen. Nein. Die Schwelle. Alicia. Du hast es geschafft. Nein. Arthur. What the fuck? Für euch habe ich keine Verwendung mehr. Was mache ich jetzt mit dir? So eine Scheiße. Er darf uns nicht sehen. Wir müssen hier weg, Amicia. Meine Klinge ist noch warm. Wie ihr bald herausfinden werdet. Ja, ist okay. Die Ratten, sie gehorchen dir, oder? Hier müssen doch welche in der Nähe sein. Sie sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Okay. Ja, kein Problem. Euer Vater hat sich nicht versteckt. Ja, hast du nicht gesehen, wa? Siehst du nicht. So, viel passt. Ich mach das sogar noch hinter der Brücke. Was? Tabulator gedrückt halten, um... Was? Tschüssi! Vielleicht doch nicht. Tschüss. Gut. Ihr wollt also spielen. Ja, ich will ein bisschen spielen. Lass uns spielen. Augenhöhe. Die Ratten. Wo treibt ihr euch getötet. Rum? Wir befreien noch mehr. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ganz nah. Ganz nah hinter dir. Ich hab doch gesagt, dass ich euch finde. Oh shit. Das war gar nicht so gut. Das war gar nicht so gut. Ich bin weg. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Gott, das ist ja gar nicht mal so anstrengend gerade. Töte ihn! Darf ihr euch weigern, zur Hölle zu fahren? Fuck, Alter, der brennt immer mehr. Hölle zu euch. Er hat sie alle erwischt. So, die Kacke ist jetzt, er wird wahrscheinlich da durchrennen, ne? Ja, genau, das habe ich mir nicht gedacht. Fast. Nix passt, mein Freund. Nix. Nein, scheiße, falsch. Welche Taste? Ich komme! Er hat uns jetzt gesehen, oder was? Gar keinen wo Fall. Treibt ihr euch rum? Ja, nicht da, wo du bist. Ja. Komm zu mir! Ja, ihr werdet sterben! Das hat nicht ge... Was? Ich brauch mehr Zünder. Scheiße. Ich muss mal kurz wegrennen. Ich bin out of here. So, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen alles kaputt machen. Auf die Schnelle.
Kakerlaken, was ist mit dir verkehrt, Junge? Fuck. Jetzt bist du nämlich dran, mein Freund. Ach, shit, warte. Ja, das wird gleich schmerzhaft für dich. Na komm. Oh lol, der darf mich wirklich nicht sehen? Das ist aber mal unfair. Das ist... finde ich jetzt nicht so schön. Verpiss dich. Don't touch my tralala. Jetzt mal verkicken, ihr Freundchen. Jetzt habe ich keine mehr. Oh, fuck, 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 fuck. I need more, I need more, I need more. I need very more. Sterben. Werden wir nicht. Ich komme. Warte, warte. Oh, warte. Jetzt hier alles aus. Ja, wir sind weg. So, jetzt machen wir den hier noch. Flutsch. Das werden wir jetzt gleich sehen. Fuck, Alter. Dieser Typ. Er geht mir leicht auf den Pinsel. Das ist das Ende. Fängt jetzt nur an, dass er anfängt, hier zu sagen, das ist Sparta, oder was? Also, predicted, wo ich bin. Nichts. Sie sind schnell. Wie Kakerlaken. Erst das Feuer aus. Dann machen wir ihn aus. Was wir nicht machen können. Ich war gleich schmerzhaft für dich. Gieß mir so auf den Sack. Mich hat der Fall so maximal gestresst. Der stresst mich gerade auch komplett. Ist der jetzt hoffentlich Ende im Gelände? Ist jetzt so vorbei? Ciao, Kakao und so. Oh. Leck mich am Arsch. Amicia! Boah, war das schwer. Junge. Nein, nein, nein. Danke, danke. Arthur! Ich werde sie töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly. Wen denn? Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf. Ich töte sie. Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner! Melly, das schaffst du nicht. Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf, seht euch um! Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren. Wir haben nichts mehr. Nichts! Na, aktuell haben sie noch unsere Mutter, glaube ich. Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind fünf. Gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis, jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Lass uns auf gehen. Den Tod. Oh Gott, das wird nicht gut enden, Freunde. Auf den Tod! Aber wobei, wir haben ja Hugo, der die Ratten kontrolliert. Das ist gar nicht so verkehrt. Damit sind wir in Kapitel 16. Krönung. Sie ist riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde. Genug getrödelt. Hey, warte! Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Polly, sie rennt aber einfach vor. Können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier.
Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist 5. Sie rennt einfach rein. YOLO, mit Lukas zusammen, oder was?